Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Will of the Wisps. So, hier sitzt ein Seestern drauf. Den müssen wir noch befreien kurz. Das machen wir mal schnell. Wenn wir nicht von diesen Dingern attackiert werden. So, letzte Folge haben wir alle Geistersplitter gefunden. Und ich hoffe, dass er sich jetzt befreit. Okay. Wir haben wieder einen Questgegenstand erhalten. Einen neuen. Ein Fernglas. Das sieht so geil aus hier unten, ne? Wow. So, was haben wir denn? Hier? Das sieht aus wie eine sehr coole, krasse Höhle einfach. Boah, ist das schön. Ach nee! Quolok! Na moin! Hallo, mein Kleines. Es ist schön, dich hier zu sehen. Es ist schon lange her, seit ich meine Höhle zuletzt verlassen habe. Doch du hast mir Hoffnung gegeben. Die Kraft des Waldes ist nahe. Und noch etwas anderes. Ein vertrauter Gestank. Harunk! Die Zeit von entscheidender Bedeutung. Wir werden wieder sprechen, wenn wir das Irrlicht gefunden haben. Er quetscht sich erstmal da durch. Ich glaube, er hat uns Weg frei gemacht, kann das sein? Okay, nice. Quolok. Also die Höhle finde ich wohl wesentlich schöner als die in dem bei dem stillen Wald da. Oh Gott, das wird lustig. Nein. Das war zu kurz. Das war viel zu kurz. Viel, viel zu kurz. Hä? Der ist nicht gesprungen. Der ist nicht gesprungen. Na egal. Nochmal probieren. Bitte. Oh Gott. War ziemlich knapp. Aber wir haben es geschafft. Tschüss, der explodiert jetzt. Das war sehr knapp. Wir hätten wahrscheinlich zuerst darauf gemusst, aber egal. Wo sind wir in den Netz gelandet? Lass ich mal gucken, bitte. Oh, da unten ist ein Samen. Den haben wir jetzt nicht geholt. Ich weiß, ich glaube, ich muss sowieso erst den anderen Weg lang. Ich gucke jetzt einfach gerade mal. Was ist denn hier? Geht es hier irgendwie? Da oben ist der erste Splitter. Ach, der erste Schlüsselstein. Aber wir springen erstmal runter wieder. Because of der letzte Samen. Ja, mysteriöser Samen. So, wir gehen jetzt nicht oben lang tatsächlich. Ich gehe erst unten lang. Weil... Warte mal, die hole ich mir noch mit. Ist hier irgendwas Geheimes? Nee, ist nichts. Wir können nicht unten lang. Ja. Das ist nicht möglich. Das ist nicht possible. Dafür sind wir ein bisschen zu... Oh, fast sind wir dran gekommen. Schade. Aber nicht so schlimm. Das war definitiv zu kurz. Ich muss ein bisschen Timing da reinbekommen, das System. Also wenn er... Wenn ich da unten die erste sehe... So, so muss man es machen. So, wir müssen oben lang. Unten rum geht nicht. Warte mal, ist da unten nicht sogar ein Splitter? Ja, da unten ist noch ein Schlüsselstein. Den müssen wir aber zuerst holen noch. Ah, er wieder. So, wir führen ihn mal direkt hier hin. Damit wir das da schon mal aufmachen können. Jetzt haben wir schon mal die Blubberbläschen hier. Ich denke mal, die sind gedacht, dass du da hinten hoch kannst.
Obwohl mir gar nicht einleuchten will. Wofür ich das unbedingt brauche. Ah, da ich weiß, wofür ich das brauche. Okay. Okay, macht Sinn. Ihn brauchen wir jetzt nochmal. Komm mal her. Nein, ich hab gedrückt. Nein! Ich hab gedrückt. Und wir können nochmal benutzen, um das hier nicht aufzumachen. Schade. Aber wir haben schon mal den Schlüsselstein. Das ist schon mal gut. Und das weiß ich auch, wie das gemacht werden muss. Oh Mann, das wird ein bisschen tricky. Rüber. Und dann hoch. Oh Gott, und das nochmal. Nur, dass wir von hier aus das nochmal rüberwedeln müssen und dann hier hochspringen. Alles klar. Ja, komm du ruhig runter. Das brauche ich nämlich. So, ich dachte eigentlich, dass ich mich von dem abdingsen lassen kann. Die nervt, weißt du? Weißt du das? Ach, die sterben instant, wenn die... Warum sterben Krabben, wenn sie ins Wasser fallen? Das verstehe ich nicht. Hier ist das Tor. Oh nein, da ist schon dieses Ding wieder. Hallo? Ach, Podest. Das wird wieder so ein Race. Oh nein. Ja. Juhu. Gibt noch Geisterlicht. Ein bisschen Leben, nice. Und von hier können wir uns da theoretisch... Ja, okay, das war einfach. Theoretisch müssen... Oh nein, das wird lustig. Oh, das wird lustig. Ja, ich weiß, wie wir da hinkommen. Leute, hier schwebt noch ein Ding. By the way, hier ist irgendwo ein Secret. Hier ist irgendwo ein Secret, oder nicht? Da. Oder geht das nur von oben? Oh nein, sie ist zerplatzt. Ja, okay, das war zu spät. Ich mach noch eine. Das ist besser. So, rüber. Nein, 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 nein. Okay, so geht's auch, ne? So geht's auch. Huf, wo kam die denn her? Nein. So, down. Heute gibt's Fischfleisch. Das Ding, so. Dankeschön. Auch wenn es nur für... Oh nein, so ein Jump-Run-Ding. Oh, das finde ich wohl geil. Yay! Oh, voll schön. Okay. Lassen wir erstmal. Wir müssen erstmal gucken, was hier war. Na, natürlich ist da oben das Gorlek-Erz. Nein! Nein, du blödes Mistvieh! Dieses Mistvieh. Naja, egal. Wir haben unsere vier Steine. Wir gehen erstmal hier durch. So. Schön. Oh. Fähigkeit. Ich glaube, ich weiß, welche Fähigkeit es ist. Habe ich recht? Oh, nee, tatsächlich nicht. Oh, geil. Wassersprint. Drücke Control unter Wasser, um vorwärts zu schnellen. Sprinte dicht unter der Oberfläche, um in die Luft zu springen. Hey, hey. Nice. Ja. Nice. Oh, damit hätte ich nicht... Damit können wir auch angreifen jetzt. Nice. Damit können wir auch diese blöden Seesterne wegmachen. Also nichts gegen Seesterne, aber... Oh, damit können wir diese blöden Hebel aktivieren. Jetzt wissen wir, wie wir den Bodenquell zu 100% machen können. Yeah.
Da war ja ein Hebel im Wasser. Und das war genau so ein Ding. Nice. Nur aus Holz halt. Und wir können damit auch... Yes, habe ich mir schon gedacht. Okay, nice. Aber dann fehlt mir immer noch eine Fähigkeit. Die Fähigkeit ist... oh, hier sind ja jetzt Blubberbläschen. So, können wir oben drauf stehen? Nee, wir können nicht da oben drauf stehen, okay. Ich dachte, hier können wir... Doch, wir können, hä? Okay, das ist weird. Okay, das ist sehr weird. Können wir durch diese Blubberbläschen auch? Nein. Was war das denn? Was war das? Wir haben das irgendwie komplett zerstört. Okay, keine Ahnung. Diese Fähigkeit ist auf jeden Fall sehr geil. Aber es gibt trotzdem noch eine Fähigkeit, auf die ich warte. Sollte dann nicht so gemacht werden, aber ja. Egal. Ach so, okay, deswegen ist hier das Wasser. Yeah, genau. Okay, hier war nur Bonus. Ach so, sollte man das machen. Hat sich das... Guck, die bleiben da hängen. Ah, ja, okay, jetzt weiß ich auch, wie das gemacht werden sollte da hinten. Okay. Wir haben es anders gemacht. Das heißt, wir können uns schon direkt diese drei Dinger hier holen. Am besten holen wir die zwei Dinger auch noch. Ah ja, und wir haben Quolok ja gesehen, das heißt, wir können ja ihm auch... Ja, okay, dann machen wir das. Und hier oben gehen wir auch danach noch hin. Und das Ding holen wir auch noch. Irgendwie. Wie auch immer. Egal. Und das Rennen müssen wir noch machen. Ah. Wir müssen hier unten hin, glaube ich. Und dann müssen wir den Weg einfach hier hoch. Ja. Wahrscheinlich auch mit der neuen Fähigkeit hat das zu tun. Huch. Und jetzt habe ich jetzt... Schade, ich dachte hier ist... Ah, warte, was ist das hier? Das ist bestimmt ein Rätsel. Was ist? Ja, damit geht das Ding bestimmt weg. Ach, warte. Hallo? Steuerung? Ah, jetzt. Wir müssen erstmal das freischalten. Komm her. Ja, das war richtig. Okay. Was war das? Nein. Oh Gott, der folgt mir ja. Hey, lass mal. Zeit bleibt mir denn? Eigentlich bleibt genug Zeit, deswegen frage ich mich, warum wir das nicht geschafft haben. Hallo? Ah, okay. Jetzt haben wir es doch irgendwie geschafft. Ah, deswegen ist hier noch das Wasser geblieben, damit man hier so hochschnellen kann. Warum ist das da so lila? Ist da irgendwas? Nee.
So, erstmal die Energiezelle. Das Fragment. Da oben ist nichts mehr. Aber ich sollte vielleicht schon das Ding aktivieren. Wäre nicht schlecht. Okay, jetzt kann man hier hoch. Okay. Tschüss. Wo ist er denn hingeflogen? Okay. Ist da oben irgendwas? Ah, ich verstehe. Noch nicht hier runter gehen. Wir brauchen ihn noch. Warum hat er mich getroffen? Kann auch gar nicht sein. Hat es aufgemacht? Nee, ich glaube, er landet immer noch zu hoch. Nee? Ich verstehe nicht, warum. Der landet immer auf demselben Punkt. Warum kriegt er mich denn immer? Okay, der landet viel zu tief. Okay, ich muss das einfach nur höher machen. So wahrscheinlich. Nein. Noch höher. Komm mal her. Ja, okay, hat gereicht. Es auf jeden Fall hinbekommen. Und Lebenszellenfragment. Okay. Haben wir das schon mal? Das ist nicht schlecht. Jetzt müssen wir hier unten irgendwie. Ah, hier das Wasser. Oh oh. Ah. Au. Ach, wir hätten das auch von unten machen können. Gut. Hätte man machen können. Ja, wäre vielleicht sogar einfacher gewesen. Obwohl. Ja, vielleicht sogar auch nicht. Ich glaube, das ist nur eine Chance, dass du das nochmal machen kannst, anstatt du das von hier oben, wenn du das von hier oben nicht machst, was ja eigentlich einfacher ist, dass du hier nochmal eine Chance hast, dass du das von hier unten nochmal aufbekommst. Könnte sein, ja. Und wir sind wieder beim Mocky. Ach ja, der ja nicht mehr da ist. Okay. Hey, Doc. Moin. Hast du noch was Neues? Ne, okay, die sind nicht. Der hat nichts zu erzählen. Gut, dann könnten wir hier zurückgehen. Gönnen wir noch das hier. Das auch noch. Au. Könnten uns jetzt hier Alter, die Boah. Boah. So, wie komme ich denn hier dran? Da brauche ich noch nie viel andere Fähigkeit für, die ich immer noch nicht habe. Oh, dass man die so spät erst bekommt, das ist schade. Ich würde echt gerne an die dran kommen. Toll. Hey, ich habe Kolok getroffen. Diese Wasserpfade sind verwirrend, aber ich wusste, du würdest Kolok finden. Und er ging in den Westen? Schade, dass ich nicht schwimmen kann. Könntest du ihm das geben, wenn du ihn wieder siehst? Hättest du mir auch am Anfang geben können, eigentlich. Ein Amulett. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Kolok gab ihm einst einen kleinen Mucki, um ihm etwas Mut zu machen. Oh, schön. Okay, cool. Bisschen Background-Story wieder. So Side-Story. So, das können wir jetzt auch machen. Nice. Okay, haben wir das auch schon geregelt. Geregelt. Und wir könnten noch... Ja, das holen wir auch noch schnell.
Sonst vergesse ich das irgendwann. Au. Und zwar, was ist denn das? Das ist eine Pflanze. Können ja jetzt das hier machen. Kommen wir an das Ding ran. Und wir können ja jetzt auch wieder hier hoch. So. Genau. Hier hinten können wir noch nicht durch, glaube ich. Oder doch, guck mal hier. Theoretisch. Noch, doch, hier hinten könnten wir tatsächlich, aber das bringt uns leider nicht viel. Aber wir könnten tatsächlich da durch. Wir könnten uns die Lebenszelle holen. Das wäre cool. Wir sind halt auch viel schneller jetzt. Wow. Hier waren wir schon mal. Ja, doch, wir können einiges. So. Heilen uns erstmal. Doch, hier können wir weiterkommen auf jeden Fall. So. Ich glaube, wir können hier... Ach, jetzt kommen wir nach oben. Stimmt. Ah, hier können wir den Weg theoretisch aufmachen, oder? Hier waren wir schon. Ach, dann hätten wir auch von hier unten gehen können. Weil das Ding war ja schon offen anscheinend. Okay. Dann mache ich tatsächlich kurz eine kleine Backtracking-Aktion, um den Brunnenquell zu 100% zu bringen. Nee. Ich glaube hier rein. Ah, ich glaube. Doch. Nee. Oder? Nee, ist glaube ich falsch. Nee, wir sind zu hoch tatsächlich. Aber ich würde eigentlich gerne mal mit ihm hier nochmal reden. Der ist aber gar nicht mehr da, sehe ich gerade. Der ist gar nicht mehr da, der Moki, der hier war. Also auf der Karte wird er noch angezeigt, aber ist nicht mehr hier. Ist er denn hier runter? Nee. Nee, er ist nicht mehr da. Okay. Gut, dann müssen wir noch weiter nach unten. Dann gehen wir hier rein. Und können uns das letzte kleine Ding holen. Das war ja hier unten und hier war dieser Hebel, den ich meinte. Damit geht das Tor hier hinten auf. Und damit kommen wir auch an das letzte. So, jetzt müssten wir eigentlich auf der 100% Seite sein. Beim Brunnenquell. Genau, wir haben die 100%. Brunnenquell 100% endlich. Die Lichtung wird auch bald. 100% denke ich. Fehlt nicht mehr viel. Bauspitze ist 100%. Kuvoloks Tal. Da fehlt bestimmt irgendwo nur so ein kleiner Blätterhaufen, den man irgendwie wegmachen muss. Oder da oben vielleicht in der Ecke. Könnte auch sein. Aber hier, das gehört auch alles zu dem Tal. Hier ist schon Tintenmoor. Hier, Tintenmoor könnten wir auch komplettieren. Nee, können wir nicht. Das können wir erst komplettieren, wenn wir die Fähigkeit haben, wo wir durch diese Wände durch können.
Das könnten wir uns noch holen gehen. Stimmt. Da können wir sogar hin teleportieren. Und uns das einfach gönnen. Warte. Hier oben habe ich ja nichts mehr im Moment. Ja, doch, können wir machen. Können wir machen. Können wir so super locker machen. Dann holen wir uns die Fähigkeitsdings da. Ach, Mann. Ich sage immer Fähigkeit, aber das ist... ja, nur eine... ein geisterliches Gefäß. Ein sehr großes geisterliches Gefäß. So, wir bauen ihn wieder. Aber... so, auch nach oben, da war mal Lupo. Na Mist, hat nicht funktioniert. Nein, warum hat das nicht gezählt? Warum hat das nicht gezählt? So, jetzt aber. Boah, das ist schon ein Aufstieg hier, ne? Ah, hier war das Mitternachtshöhlenrätsel, das wir sehr schnell gelöst haben, tatsächlich. So, das lösen wir, indem wir einfach ganz schnell sind. Aber... so, mit der Fähigkeit... konnten wir easy da rankommen. Und dann gehen wir wieder runter. Teleportieren uns wieder. Wir hätten uns natürlich auch einfach so teleportieren können. Aber jetzt sind die Mitternachtshöhlen auf dem wirklichen 100%. So. Das ist Tintenmoor. Ich glaube, das... warum hat das... ach so, der zeigt mir das nicht an, weil ich nicht in der richtigen Karte bin. Okay, dann können wir auch hier diese Energiezelle holen. Tatsächlich. Können wir schnell machen. Aber die Folge ist eh gleich zu Ende, deswegen das lohnt sich jetzt nicht nochmal zu den Lumaseen zu gehen. Da machen wir ein ganz kleines bisschen Backtracking. Ist nicht mehr hier. Und ich muss noch mal hier reingucken. Ach ja. Ja. Auf Wiedersehen. Die kleinen da. Auf. Wir sind hier richtig. Und jetzt können wir genauso. So. Die Energiezelle holen. Sehr nice. Oh, wir sind an Quoloks alter Höhle jetzt. Wir gehen mal ganz kurz auch noch hier vorbeischauen. Hey. Kuh. Bin fast fertig. Ich habe fast alle vier Irrlichter gesammelt. Ich komme dich bald holen. Wie traurig das hier auch geworden ist, ne? Dieser Ort hier. Vorher war das ja alles schon etwas farbenfroh und das hat sich einfach geändert nach dieser Szene. Weil eigentlich sah das so wie im Hintergrund aus. Das war voll am Leuchten und das ist jetzt alles so dunkel geworden. Naja, egal. Wir haben die Energiezelle uns gegönnt. Hier unten brauchen wir nicht mehr hin. Hier brauchen Quoloks Tal ist... oh. Quoloks Tal 100%. Dann gehörte das doch zu Quoloks Tal. Ich dachte, das gehört zum stillen Wald. Oh, nice. Dann haben wir Quoloks Tal doch 100%. Ja, nice. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ins Dorf. Und in der nächsten Folge
geben wir dann schnell den Samen noch ab. Den letzten Samen, den wir... der uns fehlte. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir hören uns, sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.